wahrscheinlich super wundern, weil ungefähr in dem Video wahrscheinlich 3 bis 4 Perspektiven sind, wo ich euch was erzähle. Das liegt daran, dass ich in Ingolstadt mit dem Video angefangen habe, jetzt in Nürnberg weitermache, das halt vorbereite und in der USA beende. Es geht ja um das ganze Thema mit Hund einreisen und Hund mit in die USA nehmen und so. Und das lässt sich halt leider nicht komplett an einem Standort abdrehen. Ich würde euch jetzt kurz meinen Instagram-Kanal hier versuchen zu verlinken, beziehungsweise euch kurz einblenden, dass ihr den kurz seht. Da könnt ihr immer draufklicken, schauen, wo befinden wir uns gerade, was passiert auch mit dem Hund, was machen wir. Da werde ich auch ganz, ganz viel dazu erzählen, zusätzlich zu diesem Video. Und das ist mein Instagram-Account, da habt ihr meinen Namen gesehen. Ihr könnt sehen, wo wir uns befinden und ich packe euch auch viel in die Highlights und könnt auch Fotos sehen. Genau, ihr könnt dann halt die Fotos sehen und halt immer, wo wir sind und. Hallo, nochmal aus gewohnter Umgebung in Deutschland. Auf diesem Kanal wird sich alles rund ums Reisen drehen. Und ich werde immer ganz oft gefragt, ja, Luca, wie machst du das mit deinem Hund in der USA? Ja, mein Freund und ich, wir gehen in die USA, wir machen dort ein Auslandssemester und wir nehmen meinen Hund mit. Ja, was habe ich gemacht, um meinen Hund mit in die USA zu nehmen? Also, ich spreche jetzt gerade aus reiner Vorbereitung heraus. Später, wenn wir in den USA sind, erzähle ich euch dann was über Einreise, Fragen und was nicht alles gekommen ist. Oder auch der Abflug, wie der verlief. Also mein Hund fliegt bei mir mit. Also sie muss nicht unten rein in irgendeine Box oder so, sondern sie darf bei mir im Fußraum mitfliegen. Was habe ich vorbereitet? Ich habe vorbereitet ein ärztliches, also vom Tierarzt ein Attest, dass mein Hund vollkommen gesund ist und ja, keinerlei Krankheiten hat. Dann habe ich ein weiteres Attest auf Englisch und da steht im Endeffekt drinnen, dass sie eine Tollwutimpfung hat. Da ist genau beschrieben, wie sie aussieht, welche Chipnummer sie hat und eben wann sie die Tollwutimpfung bekommen hat. Und das ist relativ wichtig, dass das auch auf Englisch ist. Sagt eurem Tierarzt das, weil vor Ort lesen Sie sich das dann angeblich gerne durch. Wie gesagt, aktuell kann ich euch nur sagen, wie ich mich darauf vorbereite und ich erzähle euch später dann, ob es auch gereicht hat. Genau, die 2 Sachen. Dann ganz wichtig, ein Heimtierausweis, der übrigens bitte auch auf Englisch sein muss, also Deutsch, Englisch am besten, damit die Behörde oder bei meiner Einreise der Beamte halt sehen kann, hey, da ist auch die Tollwutimpfung drinnen im Pass und ja, der muss auf dem aktuellsten Stand sein. Ein Foto vom Hund muss drin sein, die Chipnummer, der Besitzer muss angegeben sein, aber das seht ihr dann im Heimtierausweis. Was habe ich noch vorbereitet? Eine Haftpflichtversicherung. Mein Hund ist haftpflichtversichert und die habe ich auch auf Englisch mit mir. Auch ganz wichtig, wenn ihr in Amerika eine Wohnung bezieht, fragen die auch sofort danach, habt ihr eine private Pflicht für euch selber und für den Hund. Und das wollen die auch vorgelegt kriegen. Also sprich, wenn ihr da auch mal hinziehen solltet, ist sowas auch noch total wichtig. Ja, was habe ich noch? Ich glaube, das war es eigentlich schon. So habe ich meinen Hund vorbereitet. Ja, sie sollte gesund sein. Ich werde sie davor natürlich nochmal auf Zecken überprüfen und habe sie auch gekämmt und ich nehme ihr für einen Flug eine Decke mit, hier von zu Hause, damit sie sich wohlfühlt. Und ich werde Leckerlis mitnehmen, denn euer Hund muss ja einen Druckausgleich auch machen können. Und das macht man ja bei kleinen Kindern auch, indem man sie halt füttert oder ihnen Kaugummi gibt. Und so ist mein Hund mit den Leckerlis aus. Dann kaut er. Und genau, dann sollte das funktionieren. So, das war jetzt erstmal mein Feedback bis zum jetzigen Stand. Wir sind auch schon super aufgeregt. In der Woche geht es für uns los und ich kann es selbst kaum glauben. Und ich werde euch dann nochmal ein Update geben, wenn wir drüben sind, wie die Einreise war, wie es war, vom Flughafen in die Wohnung zu kommen und so weiter. Wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Da ist mein Freund und hier ist mein Hund. Ja, es war eigentlich jetzt alles schon teilweise entspannt. Allerdings haben wir wirklich viel Zeit gebraucht. Wir haben jetzt 2 Stunden gebraucht, um Check-in, genau. Da haben wir circa 1 Stunde gebraucht mit Hund und da wurde eben alles nochmal überprüft, ob wir uns auch an alles gehalten haben, alles angemeldet haben und so weiter und so fort. Und dann haben wir jetzt circa nochmal eine gesamte Stunde gebraucht, um durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Und das war leicht etwas stressig, weil ich durfte zwar mit dem Hund da durch, ich muss den Hund aber sofort abgeben an einen Beamten.
Und der hat den Hund dann festgehalten. Es wurde auf mich gewartet, also ich konnte erst alles fertig machen. Und dann konnte ich dazukommen. Ich durfte meinen Hund dann selber festhalten, während sie einen Sprengstofftest an ihm gemacht haben. Ob das jetzt so der Regelfall ist, keine Ahnung. Dann haben sie noch gefragt, ob ich alle Unterlagen dabei habe. Und das war es dann eigentlich schon. Im weiteren Verlauf sind wir dann durch die Grenzkontrolle, glaube ich, war das, durchgegangen. Dort hat der Beamte eben nur mich kontrolliert, den Hund gar nicht mehr, hat mich halt nur gefragt, ob ich alles dabei habe, also Ausweis und was ich für Amerika brauche und ob der Hund halt alle Impfungen hat. Das konnte ich damit ja beantworten, da habe ich mich ja drum gekümmert im Vorfeld. Und ja, jetzt sind wir durch, jetzt sitzen wir am Gate und jetzt warten wir nur noch auf den vorerst letzten Step ins Flugzeug einzusteigen. Dann fliegen wir, ich glaube, 11 Stunden irgendwas und sind dann heute Abend schon in San Francisco und da bin ich dann gespannt auf die Immigration. Das ist jetzt unser Ausblick. Hier steht ein Flieger und wir entspannen uns jetzt einfach noch mal ein bisschen, quatschen, telefonieren vielleicht noch mit dem einen oder anderen und ja, das war's jetzt erstmal dazu. Francisco, wir haben jetzt 22 Uhr, wir werden gleich ins Bett gehen, aber da die Eindrücke noch relativ frisch sind, dachte ich mir, nehme ich jetzt schnell noch dieses Video auf, erzähle euch kurz, wie der Flug verlief und wie die Einreise war. Das geht jetzt auch relativ flott. Flug lief bei uns wirklich super, also kann ich beide Daumen nach oben machen und meinen Hund wirklich loben. Haben mir auch Leute im Flugzeug erzählt, also so ruhig wie sie war und ja, war einfach super. Sie hat sich wirklich wie eine Zimtschnecke von mir eingekringelt und hat da geschlafen. Wir haben sie ab und zu gestreichelt. Glaube ich, zweimal haben wir sie halt überredet, ihre Position zu verändern, weil wir uns halt nicht sicher waren, ob sie wirklich 11 Stunden liegen will. Aber ich glaube, hätten wir sie nicht aufgefordert, aufzustehen und die Position zu ändern, wäre sie, glaube ich, 11 Stunden einfach liegen geblieben und hätte, ja, durchgeschlafen. War vielleicht auch gut, dass wir abends, also wir sind um 16 Uhr in Deutschland losgeflogen. Dadurch war das natürlich für sie dann sozusagen fast ihre Bettgehzeit. Sie geht immer so um 8 ins Bett und von dem her, vielleicht hat das einfach gut reingepasst. Ja, auf jeden Fall, Flug lief für uns absolut problemlos. Alle waren super freundlich, wir haben gar keinerlei Probleme gehabt. Niemand, der gemotzt hat oder ähnliches. Einreise, ich hatte ja wirklich schon Panik, ich habe die schlimmsten Sachen gelesen und ich war wirklich vorbereitet mit allem Möglichen, was man so braucht. Ja, ich habe jetzt aber auch schon von Leuten gehört, die mit Hund eingereist sind, heute in San Francisco, dass es nicht überall so unproblematisch läuft wie bei uns heute. Also wir waren also dann ganz normal, wo wir die Stempel auch im Pass kriegen. Der Herr war super freundlich, der hat sich total über unseren Hund gefreut und über uns auch. Hat auch gemeint, ja, wow, ihr studiert hier und so, fand es auch irgendwie voll cool, aber auch das, auf sowas trifft man nicht immer. Ja, und hat dann auch unsere Ausweise, wurden dann in so eine rote Mappe gesperrt. Also der hat die eingesperrt wirklich mit so einem Schloss und hat gesagt, ja, ihr müsst noch zu einer weiteren Sicherheitskontrolle. Da gebt ihr die ab, der checkt dann euren Hund durch, ob der Hund passt und so weiter. Normalerweise ist ein Amtstierarzt am Flughafen in USA, der den Hund sogar vor Ort untersucht. Und ihr müsst wirklich diese Papiere, die ich alle dabei hatte, die müsst ihr wirklich dabei haben. Ich fand das jetzt super komisch, wie das bei uns ablief. Der Herr, der das machen sollte, der eigentlich auf den Tierarzt rufen sollte, kam nur auf uns zu, meinte, woher ich bin und woher der Hund ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin aus Deutschland, der Hund ist aus Deutschland. Ich habe auch einen Ausweis für den Hund. Also nein, nein, okay, Deutsch passt. Ich weiß nicht, er hat sehr komisches Englisch gesprochen, ob er jetzt keinen Bock hatte, weil es war ja auch schon abends bei denen, ob er vielleicht in den Feierabend wollte oder so. Auf jeden Fall hat er uns auch einfach einen Seitengang aufgemacht und gesagt, ja, geht durch und so geht, ne?
Und da haben wir schon das Gefühl gehabt, okay, der hat uns gar nicht sauber kontrolliert und ja, war auch irgendwie ein bisschen, ja, schnell. Also die anderen Leute, die da mit anderen Sachen anstanden, die waren bei jemand anderem und der hat die Leute teilweise den kompletten Koffer auspacken lassen. Ja, wir haben uns dann aber nicht beschwert, wir waren darüber relativ froh, sind dann gleich rausmarschiert. Von dem her, für uns lief die Einreise leichter ab als die Ausreise. Also die Einreise nach USA war leichter als die Ausreise aus Deutschland mit Hund. Und von dem her, wir können nur ein positives Feedback jetzt abgeben. Allerdings bin ich sehr zuversichtlich, beziehungsweise mein Freund war schon mal in LA und hat gemeint, da laufen wirklich dann Schnüffelhunde auch rum und so. Und ich glaube, wären wir an so einem Flughafen gewesen oder wären wir auf einen anderen Beamten gestoßen, hätte das alles auch anders laufen können. Von dem her, wir können da jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Ich bin einfach froh, dass es gut gelaufen ist. Ja, und wenn irgendjemand von euch mal vorhat, in die USA einzureisen, ihr könnt mir gerne in die Kommentarfunktion eure Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Ich versuche euch da auf jeden Fall noch Feedback zu geben. Ich weiß, es ist immer ein Kuddelmuddel, wenn man das alles so zusammensuchen muss. Und ja, das wäre es dann schon von unserer Seite aus. Von dem her, wir sind jetzt in San Francisco. Wir werden weiterfahren im Auto, bis wir dann bei unserem Wohnort sind. Schauen uns noch ein bisschen USA an. Und das ist dann mein Feedback dazu.